Unterwegs mit den Schleierfahndern der Polizeiinspektion Fahndung Rosenheim. Die Salzburger Autobahn gehört zur sogenannten Balkanroute. Drogen, Waffen und Menschenschmuggel, die häufigsten Delikte, die hier aufgedeckt werden. Bislang sah der KPC der Schleierfahnder so aus. Links ein kleiner Monitor, rechts eine kleine Tastatur. Ab sofort sind die bayerischen Fahnder aber mit den neuen, topmodernen Carpads auf Verbrecherjagd. Der große Vorteil ist einmal die Bildschirmgröße. Wir haben vorher eine Bildschirmgröße von ca. 7 Zoll gehabt, jetzt sind wir bei 13 Zoll. Und wir haben hier, speziell was Bilder beispielsweise anbelangt, den Vorteil, den eigentlich jede Touch-Oberfläche bietet, mit dieser Zoom-Funktion. Wir können bei diesen Dokumenten, die ich vorher beispielsweise erwähnt habe, ganz detailliert in den für uns maßgeblichen Detailbereich reinzoomen und beispielsweise feststellen, sind die Formularnummern so, wie sie angebracht sind, in Ordnung oder sind sie Fälschungen. Sogar Fingerabdrücke können mit den Carpads direkt vor Ort genommen werden. Dadurch muss ein Verdächtiger nicht erst zeitintensiv wieder zurück zur Inspektion transportiert werden. Und durch den Online-Zugriff auf verschiedene polizeiliche Datenbanken ersparen sich die Beamten den Funkverkehr und entlasten dadurch die jeweilige Einsatzzentrale. Rund 400 neue Carpads hat das Innenministerium für die Fahndungsstellen Rosenheim, Traunstein und Weilheim, ebenso für Burghausen und Kreuth angeschafft. Kostenpunkt 1,8 Millionen Euro. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.